Einen sehr schönen guten Abend auch von mir. Willkommen zu Explosiv, wie immer live aus Köln. Die Leverkusener Polizei staunte nicht schlecht, als sie in dieser Woche zwei frisierte Mofas aus dem Verkehr zog, die statt der erlaubten 25 km pro Stunde satte 130 km/h fuhren. Genau solche Heizer liebt der Sheriff gnadenlos, Polizist Hans Schmitz aus Mayen bei Koblenz. Schmitz ist sich ganz sicher, 90% der Zweiräder sind frisiert und damit unerlaubt. Unser Reporter Wolfram Kunig ist mit Sheriff gnadenlos auf die Pirsch gegangen und hat tatsächlich einige flüchtende Mofa-Friseure ertappt. Hey, komm! Dieser Jugendliche flüchtet mit seinem frisierten Mofa vor der Polizei. Er wusste ja, dass er kontrolliert werden sollte. Dann wird gewendet, dieses typische Fluchtverhalten. Diesen Jugendlichen hat die Polizei erwischt. Wie schnell ist er wirklich? Ganz ehrlich. Also bergunter, überdrehten die ganze Zeit. Da habe ich einmal 60 gepackt. Auf der Geraden läuft das Ding mindestens 70. 70? Behaupte ich. Er ist immer im Einsatz in Mayen bei Koblenz. Und sein Name ist Programm. Sheriff gnadenlos wird er genannt. Und jeder Jugendliche, der einen Führerschein hat, kennt den Polizeioberkommissar, der eigentlich Hans Schmitz heißt. Sein Fachgebiet sind die Mofas und Kleinkrafträder. Wer seine Karre frisiert, der fürchtet den Sheriff. Und eigentlich fürchten ihn alle Jugendlichen. Sheriff gnadenlos auf Streife. Gerade erklärt er, was bei einer Verfolgungsfahrt zu beachten ist. Da rast plötzlich ein Mofa direkt an seinem Streifenwagen vorbei. Der Jugendliche gibt sofort Vollgas und Polizist Schmitz muss erst einmal wenden. Doch in diesem Gebiet kennt er jeden Schleichweg, jede Kreuzung. Und der Jugendliche hat Pech. Auf seiner Flucht fährt er direkt vor den Streifenwagen. Überrascht gibt er auf. Ich wollte erst antäuschen, dass ich hochfahre, weil ich dachte, sie fahren jetzt auch hoch. Und dann habe ich gedreht und dann wollte ich geradeaus runter. Und dann war es zu spät. Und dann haben sie gewendet, dann waren sie doch schlauer als ich. Seinen Roller, der eigentlich nur 25 Stundenkilometer schnell sein dürfte, hat Arthur in mühevoller Kleinarbeit selbst frisiert. Das hat ihn viel Zeit und knapp 500 Euro gekostet. Jetzt mal aufs Herz, wie viel fährt? 80. Das heißt, du bekommst eine Anzeige gegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, inklusive Löschen der Betriebserlaubnis, weil du ja Veränderungen vorgenommen hast. Mit Leben. Hat man da gar kein schlechtes Gewissen? Nee, eigentlich habe ich jetzt eigentlich nicht. Und warum nicht? Ich weiß nicht. Andere machen das. Wenn du jetzt andere gefährden würdest oder andere umfahren würdest und du jetzt keinen Versicherungsschutz? Nee, mach ich bestimmt nicht. Ich versichere. Und langsam. Das Mofa ist ab sofort stillgelegt. Arthur bekommt eine Strafanzeige. Die Manipulation kostet ihn mindestens 150 Euro. Zuzüglich der Kosten für das Zurückdrosseln des Rollers auf 25 Stundenkilometer. Die Polizisten sind noch nicht fertig mit Arthur. Da rast ein zweiter Roller den Berg herunter. Der Fahrer erkennt die Polizisten, zögert Kurs und flüchtet dann. Ich kenne ihn nicht mehr. Du bist doch dein Freund, das ist doch deine Sache. Nee, weil der denselben Roller hat. Ich weiß nur, dass er auf der Realschule ist. Ich kenne den seiner ehrlich nicht. Pass mal auf. Wie liegt jetzt ein Verdacht einer Straftat vor? Fahren ohne Fahrerlaubnis? Ja. Aufgrund der Veränderung? Du bist in dem Fall jetzt ein Zeuge? Ja, ich hab's gesehen. Ja, du hast gesehen. Wenn du weißt, wer es ist und es nicht sagst, könntest du in den Bereich kommen, dass du selber strafbar machst. Ja. Deswegen frage ich dich jetzt, weißt du, wer es ist? Nein, und wer das mit dem Roller da gerade weggefahren ist? Beziehungsweise kennst du den Roller? Ich kenne den Roller, aber ich kenne den Besitzer nicht. Doch Oberkommissar Schmitz hat das Kennzeichen erkannt. Nur Sekunden später wissen die Polizisten, wo der Halter wohnt. Die Jugendlichen meinen ja alle, wir hätten keine Ahnung oder wir bekämen sie nicht. Das geht zwar oft 100-mal gut, aber wie gesagt, das eine Mal haben wir sie dann und dann ist Heulen und Zähne knirschen. Ja. 2 Minuten später. Hier wohnt der Besitzer des Rollers. Eine Nachbarin bestätigt, der Junge sei gerade nach Hause gekommen. Doch er öffnet die Tür nicht. Dann entdecken die Beamten den Roller, versteckt im Garten. Hier steht der Roller. Wie heißt der? Matthias. Matthias! Hallo! Schließlich gibt der Junge auf und kommt raus. Wenn du jetzt sagen würdest, ich sag gar nichts zu der Sache, hol mir einen Abschleppdienst. Ich kann die Rechnung bezahlen. Hör zu, da wird der noch teurer. Abschleppdienst, der holt den Roller, stellt den sicher und dann holt man einen Gutachter und der baut den auseinander bis ins Kleinste. Das heißt, wenn du wirklich was manipuliert hast, tu das selbst in die Fallen. Da kostet nämlich rund die Rechnung 500 Euro. Mhm. Das ist weggeschmissenes Geld, wir kommen doch dahinter. Ja. Hast du jetzt was dran gemacht?
Ja, klar. Die Mutter ist enttäuscht, dass ihr Matthias einen Roller frisiert. Das hätte sie nicht gedacht. Eigentlich sollte er dafür bestraft werden, dass er Dinge macht, wovon ich nichts weiß und die ich absolut nicht in Ordnung finde. Was werden Sie jetzt machen als Konsequenz? Das werde ich mit seinem Vater heute Abend abklären. Der Roller wird natürlich in seinem normalen Zustand wiedergebracht werden. Und ein Ausgang ist erstmal gesperrt. Außerdem kostet es Matthias mindestens 150 Euro und eine Strafanzeige. Fall 3. Der Roller war zu schnell, der Hinterreifen ist blank. Die Polizei macht kurzen Prozess. Und dann muss der Jugendliche seine Mama anrufen. Mama, kommst du mal gerade hier an den Sportplatz? Da, wo der... Weil die Polizei hat mich angehalten und so weiter, weil das Ding jetzt schnell läuft. 5 Minuten später ist die Mutter da. Er hatte nur eine Motorprüfbescheinigung. 25. Darf nur 25 km/h schnell fahren. Der Roller läuft aber 50. Es ist durch den Auspuff, das weißt du. Ne, 40. Nee, Mutter, das auch ist 40 durch den Auspuff, das ist mir so egal. Da. Auch 40 ist so flott. Fazit. 150 Euro Strafe, eine Anzeige und ein langer, langer Weg bergauf nach Hause. Manchmal fährt Hans Schmitz von der Straße direkt auf den Friedhof. Hier liegen 2 Jugendliche. Sie starben vergangenes Jahr bei einem Unfall. 15 und 16 Jahre alt fuhren sie zu schnell in eine Kurve mit ihrem frisierten Roller. Mit 70 Stundenkilometern statt erlaubten 25. Direkt in diesen LKW. Die, die tot sind, denen tut nichts mehr weh. Aber den Familienangehörigen, die im Endeffekt mit der Trauer und mit dem Wissen weiterleben müssen, die beiden kommen nie mehr wieder. Polizist Schmitz ist davon überzeugt, jedem Jugendlichen mit einem frisierten Roller droht Ähnliches. Und das versucht er zu verhindern. Wenn wir Ihnen jetzt etwas vom Schatz